Ja, willkommen zur ersten Folge Need for Speed Hot Pursuit 2010. Need for Speed Hot Pursuit 2010, deswegen, es war das erste Need for Speed oder allgemein das erste Vollpreis-Rennspiel, was ich je gespielt habe. Es ist einfach ein super Spiel und ja, da werde ich mich mitnehmen. Ich würde sagen, ich muss das Spiel gleich erstmal leiser stellen und hoppala erstmal eine Taste drücken. So. Jetzt müssen wir erstmal einen Cut setzen kurz. So, das sind wir wieder, weil die E-Mail-Adresse geht euch nämlich gar nichts an. Für das Spielen von zwei unserer Rennspiel-Bestseller erhältst du 1000 Kopfgeld und 1000 Verso-Kopfgeld. Ja, Glückwunsch, danke. Das Ganze wird gespielt mit dem Xbox One Controller. Willkommen Oh zu Autolog, dem Gott. zentralen Element von Need for Speed Hot Pursuit. Autolog stellt deine Freunde in den Mittelpunkt des Spiels und ermöglicht dir auf einfache Weise Kontakt aufzunehmen, dich mit ihnen zu vergleichen und gegen sie anzutreten. Bilder, die du im Spiel aufnimmst, erscheinen im Bereich Fotos. Auf der Wall kannst du außerdem Kommentare zu Events abgeben und nachsehen, was deine Freunde dazu sagen. In Hot Pursuit Online kannst du mit bis zu 7 anderen Spielern Kontakt aufnehmen und gegen sie antreten. Dabei sammelst du Kopfgeld für deine Cop- oder Racer-Karriere. Starte nach Sequest County, um Kopfgeld zu sammeln und in Solo-Events deine Karriere entweder als Cop oder als Racer voranzutreiben. Die Autolog-Empfehlungen sind eine große Innovation, was den Wettbewerb in der Gemeinschaft angeht. Autolog empfiehlt dir Events anhand dessen, was deine Freunde gespielt haben. Autolog schlägt dir außerdem Freunde vor und ermöglicht dir so, dein Need for Speed-Freundenetzwerk zu vergrößern. Mit den neuesten Informationen zu Need for Speed direkt von Criterion Games und Electronic Arts bleibst du immer auf dem Laufenden. Um sofort loszulegen, steige gleich in die Karriere ein. Ja, nee. Oder habe ich eine Wahl? Ja, habe ich. Erstmal die Einstellungen gehen, ob das denn überhaupt von der Grafik her passt, alles. Ja, man kann natürlich auch auf VK gehen. Weiß ich nicht. Packt meiner das? Ich weiß nicht. Ich teste es wahrscheinlich von anders. Hochauflösende Texturen, natürlich. Schattenstufe. Na, lassen wir mal auf Mittel. So. Audio, ja, das werde ich halt im Nachhinein wahrscheinlich bearbeiten. Heubonus, das haben wir alle schon. Ich würde sagen, dann starten wir doch auch mal direkt. Sequest County hat sich zum ultimativen Ort der Raserei entwickelt. Ein Spielplatz für die exotischsten Wagen und Fahrer der Welt. Dennoch gelten auch hier Gesetze. Die ständigen Wettrennen haben zur Bildung der schnellsten Polizeitruppe der Welt geführt. Der Geschwindigkeitskontrolleinheit von Sequest County. Das SCPD scheut keine Kosten, greift hart durch und wird euch büßen lassen. Jeden Tag tauchen neue Fahrer auf und versuchen Sequest County unter ihre Kontrolle zu bringen und das Gesetz abzuhalten. Die Verfolgung der ultimativen Verkehrssünder hat begonnen. Auf welcher Seite stehst du? Ja, auf welcher Seite stehe ich denn? Ich würde sagen, wir machen dazu eine Folge, machen wir mal Racer-Events. Und die andere Cop-Events. Ich muss gerade nur schauen. So, ja, fangen wir mit Racer an, oder? Das ist am Die naheliegendsten. Teilnahme am Rennevent Roadsters Reborn ist bestätigt. In diesem Demonstrationsevent wirst du das wahre Potenzial des Roadsters entfesseln, wenn du gegen andere Fahrer zu einem Rennen entlang der Küste von Sequest County antrittst. Nutze dein Fahrkönnen, um die Gegner abzuhängen und dir eine Medaille zu sichern. Dein Prestige wird in Fahndungsstufen gemessen. Momentan bist du nicht sehr aktiv und wirst vom SCPD als Stufe 1, Raser, klassifiziert. Die besten Fahrer gewinnen die Rennen und hängen das Gesetz mit Stil ab. Sie werden als Stufe 20 meistgesucht klassifiziert. Deine tägliche Aktivität wird mit Kopfgeld bemessen. Je härter, schneller und riskanter du fährst, desto mehr Kopfgeld gibt es. Gewinne Rennen, besiege deine Gegner und bleibe den Cops einen Schritt voraus, um deine Fahndungsstufe zu erhöhen und Zugang zu neuen Wagen und den härtesten Events zu erhalten. Dein Wagen besitzt ein rennoptimiertes Nitro-System. Aktiviere dieses System für einen kurzfristigen Geschwindigkeitsschub. Das Nitro wird nur aufgeladen, wenn du riskant fährst. Am meisten Nitro gibt es, wenn du in den Gegenverkehr hinein oder knapp an anderen Fahrzeugen vorbeifährst, durch Kurven driftest und Abkürzungen nimmst.
Für dieses Rennen gibt es Teilnahmebeschränkungen. Wähle einen der verfügbaren Wagen aus, um beim Rennen mitzufahren. Einige Wagen sind noch gesperrt und stehen erst zur Verfügung, wenn du deine Fahndungsstufe erhöhst. Ja, uns bleibt wohl nur der Porsche Boxster Spider. Ist ja aber auch ein schönes Fahrzeug. Ja, scheint wohl ein ganz normales Rennen zu sein. Wir sehen Hinterradantrieb. Ist ja logisch, Motor auch hinten. Und der Wagen war damals so modern, das Spiel ist nämlich von 2010. Wer hätte es gedacht? Also wer fragt, wo ist denn jetzt ein Königsegger Gera R oder ein, weiß ich, ein 918 Spider oder sowas, gab es damals noch nicht. Das hier war wirklich damals hochmodern. Und hört sich auch nicht schlecht an, so. Welche Farbe nehmen wir denn? Oh, nehmen wir ein schönes Rot. Schönes Rot, wunderschönes Rot. So, Ziel ist natürlich Erster zu werden. Ob ich es schaffe oder nicht, ist die andere Frage. Man sieht, ich habe jetzt hier schon eine Zeit in der Speedwall gesetzt. Es liegt einfach daran, dass ich davor schon mal ein Safe Game hatte. Und einfach nur das Safe Game gelöscht habe. Der Autolog ist ja mehr oder weniger über die Cloud. So, komm, überspringen wir mal. Also, wenn du so ein Burn auf dem Boxer schaffst, Respekt. Und ich muss ja sagen, Hot Pursuit. Ich muss erstmal für mich leiser stellen. Ich liebe ja den Soundtrack. Da haben sie echt was hingezaubert und es sieht auch verdammt gut aus, muss ich sagen. Da kann man sagen, was man will. Das Spiel für 2010, das sieht um Welten besser aus als The Run. Warte mal, wo war ein Boost auf A? Okay, den merke ich mir direkt mal. Oh, mein Freund, dich kaufe ich mir. Ja, Windschatten und Boost, Höchstgeschwindigkeit, gibt auch noch Pünktchen. Nicht viel, aber ein bisschen was. Boxer Doppelführung, da kommt ein Z4 von hinten an, das gefällt mir aber nicht so. Und ich muss ja echt sagen, ich liebe dieses Spiel, vor allem was ich glaube ich da vorne mal demonstrieren kann. Du bremst und die Karre driftet. Also das ist wirklich so einmal, ups, Bremse antippen und quer steht das Ding. Nachdem ich die Bremse angetippt habe, habe ich Vollgas gegeben. Da brauchst du nichts mehr machen. Der Wagen rutscht da rum. Und Hot Pursuit ist halt einfach so ein Spiel, da bist du schneller, wenn du driftest. Und ich bin irgendwie noch voll im Australien-Modus. Drücke A für Nitro, ja, noch nicht. Jetzt. Beim Rausbeschleunigen ist es eh immer besser. Da vorne müssen wir jetzt gleich scharf abbiegen. Links oder rechts? Links oder rechts? Links, okay. Und eieiei. Handbremse war auf X, okay. Okay, okay. Ja, wenn wir jetzt die Folge einfach mal nur Racer-Events, 3-4 Stück machen. Und ja, ich hab's doch verstanden, dass das Nitro auf A ist. Und nächste Folge machen wir dann einfach Cop-Events. Ich denke mal, das ist am besten, dass man relativ gleich aufbleibt, hoppala. Und die Konkurrenz kommt nicht ran. Der Boxer ist ja jetzt auch keine langsame Kiste. Also, dass er eine Z4 abzieht, das traue ich dem schon locker zu. Ei, der trifft was sub, ob ich ihm. So, da, bei dem Spiel fehlen einem direkt die Deutschkenntnisse. Ja, der Drift war nicht ganz so gut. Da habe ich einen viel zu starken Winkel dann genommen. Ich hätte abkürzen können, aber ich glaube, das wäre jetzt auch mit dem Boxster nicht ganz so geil geworden. Zum Evo oder Subi oder so kannst du es machen, aber Boxster ja weniger. Ich werde auch versuchen, möglichst viele verschiedene Fahrzeuge zu fahren. Wenn ich halt merke, okay, da ist. Au.
Sagen wir beispielsweise, da ist ein Top-Speed-Event, das sage ich jetzt extra, weil es das nicht gibt. Dass ich da dann einen Bugatti Veyron nehme statt einen Pagani Zonda, sollte klar sein. Aber ich versuche viele verschiedene Fahrzeuge zu nehmen. Und ich bin sogar schneller gewesen als beim ersten Mal. Das ist doch auch mal gut. Jetzt kriegen wir Kopfgeld, eine neue Belohnung. Neuen Wagen. Was haben wir denn? Mazda, ein RX-8. Super. Rotierende Revolution. Ah, schöne Alliteration. Jetzt haben wir da oben Event freigeschaltet. Ein Hot Pursuit. Das war die Wahl aus zwei Fahrzeugen. Ist ein 370Z und Mazda RX-8. Und hier sieht man halt, die Daten bei Nissan sind geheim. Was hat es denn damit auf sich? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube mal, das hat irgendwas damit zu tun, dass die Karre damals, ich glaube, das ist noch eins von den ganz, ganz frühen Fahrzeugen. Das 370Z, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum da die Daten geheim sind. Ja, mal gucken, aber er dürfte für Hot Pursuit besser geeignet sein. Was nehmen wir denn? Platinum Graffit. Oh, Hot Pursuit, da dürfen wir jetzt uns mit ein paar Cops prügeln und zeitgleich ein Rennen gewinnen. Das wird super. Aber das sind die Events, die am meisten Spaß machen, einfach. Eieiei. Eieiei. Ich sehe einen Evo, ich sehe einen Boxster und ich sehe einen Subi. Und ich schätze mal gerade die zwei Kollegen davor mit der blaue und der rote. Die werden Offroad abkürzen, wo es geht. Dafür sind sie auf der Straße natürlich einiges langsamer. Na, doch nicht. Uiuiui. Da vorne steht der erste. Vicky haben wir. Das ist korrekt, dass ich da nicht so ganz dran denke anzuhalten. Da stimme ich dir soweit zu, mein Freund. Die können jetzt natürlich auch die Konkurrenz aufhalten. Aber in der Regel stürzen die sich immer auf den Erstplatzierten. Nee, ich will nicht anhalten, falls du es noch nicht bemerkt hast. Aber und die... Ah, die fahren halt wirklich ohne Rücksicht auf Verluste. Also die ballern dir in die Karre, das ist denen scheißegal. Hauptsache, die nehmen dich irgendwie fest. Da kürzen wir aber jetzt mal ab. Ungut. Noch schlechter. Scheiße. Jetzt ist der Porsche vorbei und der Evo wird gleich auch einen durchziehen. Nix machst du. So, oh, den Porsche hat zerlegt und ihn am Evo vorbei gedriftet. Wie geil war das denn? Eieiei, okay. Damit sind wir wieder ins Lead. Mal gucken, wie lang. Straßen werden auch generell nicht abgesperrt, wenn verfolgt wird. Der Victoria ist schneller als ich. Das wundert mich jetzt. Mach das. Verfolgung eskaliert, ja nee. Ist klar. Aber hier sehen wir auch das berühmte Need for Speed Nitro. Das gibt auch direkt mehr Top Speed. Oh, das war eng. Aber noch 2 Kilometer. Die kommen gerade allsam nicht hinterher.
Da vorne steht noch einer. Prügelei! Wir müssen einen auf Rebell machen hier. Direkt mal zeigen, wer der Boss ist. So. Und zack. Okay, warum sie die Shelbys nicht zur Verfolgung eingesetzt haben, ist dann auch eine andere Frage. Oh, zwei neue Belohnungen. Einen neuen Wagen haben wir. Ui. Dodge Charger SRT-8. Das ist meins. Den will ich sofort nehmen. Einsteigen und wie neu geboren fühlen. Ja, also noch einer mal. Den Evo X. Ja, Mensch. Haben wir denn gerade die Fahrzeugpapiere abgezogen? Aus gutem Grund anders. Ich weiß nicht, sind das sind noch nie im Leben offizielle Werbesprüche, oder? Nee, lass mal. Was haben wir? Wir haben ein Duell und Vorschau. Pagani Zonda Cinque Roadster. Ja, komm, machen wir. Das machen wir. Gesehen. Uiuiui. Gelb. Gelb. Nee, mein Gelb. Das würde wahrscheinlich das schnellste sein, was wir erstmal fahren werden. Uiuiui. Vor allem das Ding ist offen. So, wir wollen fahren. Ich will fahren. Das ist jetzt ein Punkt-zu-Punkt-Rennen. Gold kriege ich, wenn ich es in 1 Minute 22 schaffe, die Strecke da abzufahren. Ich sag mal, 6 Kilometer in der Zeit, das ist nicht ohne. Ist ja 3,50 und er rennt. Okay, doch nicht. Fahren Bergabstück, mein Gott. So, mit dem Zonda kann man ja auch mal driften. Uiuiui. Uiuiui. Einmal Offroad fahren zum Mitnehmen, bitte. Na, komm schon. Na gut, jetzt nicht mehr. Jetzt, das war der Fehler. Oh, das wird ganz knapp. Oh. Trotz Fehler noch geschafft. Nicht schlecht. Eine neue Belohnung, Fahndungslevel erhöht. Ich bin ein Verdächtiger. Okay. Schön. Ja, dann würde ich sagen, war's das aber auch mit der ersten Folge Hot Pursuit. Ihr könnt gerne mal sagen, was ihr denn von dem Projekt haltet. In Form einer Bewertung oder Kommentar. Mir beides recht. Und sehe ich euch nächstes Mal. Servus.